Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Eismännchen und ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten wirklichen Episode des neuen Karrieremodus in FIFA 15. Und ja, ihr habt abgestimmt und das Ergebnis ist für mich relativ überraschend. Ich habe ja im letzten Video umgefragt, wen ihr so sehen wollt. Ich hatte Leipzig, Barca, Real, Hamburg und Porto in der Auswahl. Und kann euch jetzt das Ergebnis mitteilen. Auf Platz 5 ist am Ende gelandet der FC Porto mit sehr, sehr wenigen Stimmen. Auf Platz 4 ist der FC Barcelona gelandet, überraschenderweise, muss ich ehrlich sagen. Auf Platz 5, auf Platz 3, Real Madrid, auch mit wenig Stimmen. Und dann auf Platz 2 der HSV und gewonnen hat RB Leipzig, meine Freunde. Ihr wollt also Red Bull Leipzig sehen und dann würde ich euch diesen Wunsch natürlich auch super gerne erfüllen. Dann gucken wir eben zusammen Red Bull Leipzig. Ich danke erstmal allen, die mitgemacht haben, dafür, dass ihr mitgemacht habt. Und muss allen, die ja heute nicht ihr Lieblingsteam gewählt haben, halt einfach sagen, es tut mir leid. Ich kann sie jedem recht machen, die Mehrheit entscheidet einfach. Und daher gehen wir jetzt mit Leipzig in die neue Saison und guckt euch mal so die Stärkeverhältnisse in der Liga an. Die sind alle, Nürnberg ist ein bisschen heftiger, aber der Rest ist auf Augenhöhe mit uns und allen anderen. Und wenn ich mir das so angucke, denke ich, könnte da was gehen. Ne? Wenn wir jetzt den einen oder anderen guten Spieler verpflichten, natürlich nur auf Profi am Anfang, um uns ein Spiel gewöhnen. Das machen wir alles auf Stadion, Sandhauser, Sandhauser Park. Gibt es denn da nichts anderes Cooles? Da gibt es ja gar nicht etwas anderes. Was nehmen wir denn mal? Europastadion ist vielleicht ein bisschen groß, ne? Wobei, das Zentralstadion in Leipzig ist groß. Das nehmen wir einfach. Wir nehmen den Stadion Europa, das ist okay. Das nehmen wir. Ne? Anwenden. Stadion Europa, jawohl. Das laden wir runter. Europäische Wettbewerbe in der ersten Saison ist ein bisschen lächerlich. Und selbstverständlich wollen wir transferieren. Genau, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen aktivieren. Und da kommen wir jetzt zu euch. Ihr werdet selbstverständlich jetzt in diesem Video sehen, was ich hier tue. Und ihr dürft jetzt selbstverständlich bis morgen Abend, während ich hier meinen Namen eingebe, könnt ihr abstimmen, welche Spieler geholt werden sollen. Postet rein. Ich kann nicht jeden verpflichten, auch da wieder. Ich kann nicht jeden verpflichten. Und Leute, bitte dran denken, es ist Red Bull Leipzig. Wir können jetzt zwar ein bisschen Geld ausgeben, aber es ist unwahrscheinlich, dass wir Bakali und, keine Ahnung, weiß ich nicht, egal, wer mir jetzt gerade nicht einfällt, dass wir da irgendwie zwei von dieser Sorte holen können. Also Leute, realistisch. Und sinnvolle Verstärkung vor allen Dingen. Daher gehen wir jetzt zusammen auch mal den Kader gleich noch durch. Selbstverständlich sind wir deutsch hier. Ich habe in meiner Bayern-Karriere auch einen Trainingsanzug an. Also ziehe ich auch hier einen an. Diesmal in blau. Und in regulär. So. Das sieht doch gut aus soweit. So, ja. Eismännchen ist bereit, Red Bull im Sturm zu nehmen. Ja, dann, wenn das so ist, zu nehmen. Und im Sturm, das machen wir alles. Jo, machen wir also so. Ich bin mal gespannt. Wir gehen jetzt gerade mal den Kader zusammen durch und dann gucken wir mal, was sinnvoll wäre. Oh, guck, Chelsea gewinnt Rennen um Diego Costa. Das ist ja auch ganz neu, Mensch. Das freut mich für ihn. Das ist, wie gesagt, alles Coco Lores. Das müssen wir jetzt einfach so hinnehmen. Da oben seht ihr unser Wappen drin. Sehr schön. Also, Xbox One, wie gesagt, spielen wir. Und wie gesagt, postet jetzt. Ich werde heute extra keinen Tag weitergehen. Postet jetzt alles, was ihr könnt, was ihr sehen wollt. Hier unten in die Kommentarzeile, drückt das Däumchen nach oben, damit das Video noch von vielen, vielen Leuten gesehen wird und dass wir eine richtig große Lobby haben. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah ja, habe ich richtig gemacht. Dass wir richtig Gas geben können hier, das wäre total geil. So, wir gehen also ins Büro, gucken mal, was unsere Ziele sind. Okay, wir sollen in den letzten 32, das ist möglich, kommt aufs Los an. Ja, Transfermarkt ist jetzt offen, da können wir uns auch noch drum kümmern. Ja, bla. Liga-Ziel, was haben wir denn für Liga-Ziel? Im Tabellenmittelfeld landen. Das ist doch ein gutes Liga-Ziel, oder? Das sollten wir erfüllen. Das ist ja wohl kein großes Problem, hoffe ich. Mit dieser Truppe. Die gucken wir uns eben mal an. Die Mannschaft hier oben sehen wir sie. Fran im Sturm, Paulsen im Sturm, Kaiser davor, Khedira, Kimmich, Demme. Oh, da. Dann haben wir hier Teige, Compaer, Sebastian, Jung und natürlich Torti. Den haben wir da hinten noch. Dann haben wir Rebic, Kalmar, Hierländer, Fandrich, Bellot, Heidinger, Hoheneder, Klostermann, Boyd. Boyd ist nicht so ganz schlecht, ne? Ernst, Strauß. Also wir haben schon eine richtig gute Mannschaft. Martinez, Franke, Moyes, den kenne ich gar nicht. Däne, Sumu, Salo, überragender Name. Und Domaschke fürs Tor. Also wir haben schon einen großen Kader. Allerdings sehe ich hier schon definitiv, wir werden in der Aufstellung, ähnlich wie bei den Bayern werde ich das spielen, ich werde da ein
5-2 spielen. Und zwar höchstwahrscheinlich wird das Ganze dann da so aussehen mit hängender Spitze. So wird es aussehen. Wir machen aber noch auf Zurücksetzen, denn wir werden das dann sehen. Das werden wir dann machen. Ich spiele nicht gerne, wobei mit Raute auch nicht schlecht ist. Muss ich mir überlegen. Denke aber eher, dass es nicht so sein wird. Jo, Leute, da ich jetzt nicht mehr machen kann, hoffe ich jetzt auf euch. Ich hoffe, ihr seid übermotiviert und gebt jetzt richtig Gas. Denkt dran, ein bisschen realistisch. Wir haben 10 Millionen, das ist viel, viel Geld für den Zweitligisten. Aber es muss sinnvoll angelegt werden. Haut raus und denkt dran, der Credo in Leipzig ist kein Spieler über 21. Ich sag mal, wir holen ungefähr alles, was um die 22. Das ist das Maximum. Mehr wollen wir nicht haben. Und ein Torwart wäre richtig gut. Eine gute Idee. Also, haut raus, was ihr habt. Ich brenne und ihr habt bis morgen Abend gegen 22 Uhr Zeit, also Dienstagabend 22 Uhr. Lasst krachen, was ihr Intos habt und wir pflücken am Ende alles zusammen, gucken mal, was rauskommt und am Ende bauen wir eine richtig geile Suppe hier draus. Also Leute, Daumen nach oben drücken, bleibt dran, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bitte, bitte, bitte fleißig Gas geben. Wir sehen uns. Ciao und haut rein.